Grünzeug-Kräuterfrau Christel Ströbel und Volker Kugel im Bauerngarten des blühenden Barocks. Heute empfiehlt Christel Ströbel die heilende Wirkung des Spitzwegerichs. Ja, der Spitzwegerich, den findet man normalerweise an Wegesrändern auf Wiesen. Ja, im Zierrasen wird er eher als lästig empfunden. Der wächst so als flache Rosette, also ziemlich flach am Boden. Wenn man mit dem Rasenmäher drüber fährt, dann erwischt man ihn meistens nicht. Unsere Kräuterfrau Christel Ströbel, die macht heute aus dem Spitzwegerich was ganz Besonderes, was richtig Gesundes. Christel, was machen wir? Wir machen heute ein super tolles Rezept gegen Husten. Okay. Da hilft uns der Spitzwegerich dabei. Und wir machen heute einen Spitzwegerich-Sirup. Und zwar nicht mit Zucker, sondern mit Honig. Das klingt schon mal gut. Und ich ahne, dass das nachher richtig gut schmecken könnte sogar. Das schmeckt super, da kann man richtig süchtig werden. Okay. Mit und ohne Husten. Was machen wir? Also, wir fangen an. Der Spitzwegerich, der hat ja diese Vorderseite, die relativ glatt ist, und die Rückseite, die diese ganz starken Blattadern hat. Ja. Und die brechen wir jetzt erstmal auf, dann wirkt das nämlich besser. Ich zeige mal geschwind wie. Ja. Dann nehmen wir mal einfach ein Wellholz. Ja, so. Klassische Wellholz. Genau, und jetzt wird er einfach, und gucken wir mal, wie das jetzt aussieht. Da kommt nämlich schon der Pflanzensaft raus. Das heißt, wir öffnen die Zellen praktisch, damit der Inhalt der Zellen auch raus kann. Genau, und den möchten wir nachher in unserem Sud, und man sieht es jetzt auch schon da, darf ich dir diese Arbeit übergeben. Super Job für mich, danke. Genau. Und du übernimmst, wahrscheinlich wird es noch zerkleinert, oder? Es wird noch geschnitten. Ups, so. Oh, richtig kräftig, okay, ich gebe das rüber. Genau. Also da darfst du richtig drauf rumschaffen. Guck mal, da kommt noch nicht viel Saft raus. Oh, also ruhig nur ein bisschen kräftig. Oh ja, das mache ich gern. Also richtig. Ah, okay. Ja. Die beste Zeit, um den Spitzwegerich zu ernten, ist von Anfang April bis Ende August. Auf Wiesen, Äckern und Feldrändern kommt er häufig vor. Wer mag, kann aus dem anspruchslosen Wildkraut auch einen schmackhaften Salat zubereiten. Mal eine Frage, wie lange muss ich jetzt hier noch? Wir brauchen so eine gute Handvoll Blätter. Okay. Das wird ein ganz, ganz starkes Sud für die mach Menge. Noch die zwei. Also, ja, mach noch die zwei. Dann bin ich erlöst. Ja. Aber was machen denn diese Wirkstoffe im Spitzwegerich bei? Wie helfen die uns bei Erkältungen oder bei Husten konkret? Also Spitzwegerich, der wirkt einfach auswurffördernd, schleimlösend. Und er wirkt wirklich heilend wie ein Balsam auf die inneren Schleimhäute. Das heißt auch bewusst nach dem, also wenn der Husten abklingt, praktisch zur Regeneration quasi. Ganz genau, weil bei vielen ist es so, wenn man so einen richtigen Husten hat, die haben ja nachher Muskelkater im Bauch, im Zwerchfell, überall. Und natürlich diese Schleimhäute, die sind total angegriffen. Ja, und da kommt jetzt dieser Balsam und das ist klasse. Du darfst das schon mal alles da reinschichten. Okay. Einfach mal hinein damit. Okay. So, Wasser hat gekocht. Sehr also gut. Ist jetzt natürlich die zehnfache Menge, die man normalerweise beim Tee nehmen würde. Aber wir brauchen einen ganz starken Auszug. Okay. Genau. So, und jetzt wird es einfach nur übergossen. Mit dem heißen Wasser. So. So, passt. Und jetzt darf das auch wirklich mal eine halbe Stunde da drin ziehen. Also länger wie jeden Tee. Ja. Also jetzt lassen wir ihn praktisch ziehen. Genau. So, und weil das jetzt eine halbe Stunde ziehen muss, passt, habe ich schon mal was vorbereitet. Clever. Das ist schon eine halbe Stunde durchgezogen. Super. Genau. Also, wie geht's weiter? Es geht weiter, indem das jetzt abgefiltert wird. Ich eine mit diesem Dieb. Ich halte es hier hin. So. Okay, das hat eine. Die Farbe ist okay? Die Farbe, die ist total okay. Achso, wir machen klare Maß. Wir brauchen nämlich 250 Milliliter Flüssigkeit auf 250 Gramm Honig. Ja, Vorsicht, tu es mal rein. Kein Problem. Okay. Vielleicht ein bisschen gut vorgewärmt, aber so haben wir auf jeden Fall schon ein gutes Ergebnis. Mhm. Das ist nämlich heiß. Und jetzt kommt der Honig dazu. Genau. Honig. Ich assistiere dir. Da gucken wir natürlich nach einem schönen, guten Blütenhonig. Blütenhonig. In dem Fall habe ich jetzt einen Lindenhonig genommen. Lindenblütenhonig. So, und jetzt geht es eigentlich einfach darum, diesen Honig in dem Sud aufzulösen. Und ich stelle fest, da bleibt sogar was für mich übrig. wirklich gut. Christel, aber jetzt ist der Sirup eigentlich fertig, oder? Der ist fertig, genau. Super. Ab jetzt kann man genießen und trinken. Also wir füllen den ein, ich hole mal die Flasche. Ja.
Du hebst, okay. Umfeld. So. Ich hab Mut. Okay. Oh, eine wunderschöne Farbe. Ganz toll. Ich hoffe nicht, dass es zu heiß ist. Einfach mal. Also, jetzt probieren wir mal. Jetzt probieren wir das mal. Hey, so kann Medizin schmecken. Richtig, also das ist auf jeden Fall was, denke ich mal, was auch für Kinder hervorragend zu trinken ist, wo man sagen muss, das trinke ich gerne. Christel, großartig. Wie viel dürfen wir pro Tag dazu uns nehmen? Also kann ich jetzt, es schmeckt nämlich wirklich lecker, ich könnte jetzt eine ganze Flasche trinken. Ist wahrscheinlich zu viel, oder? Also wenn ich jetzt einen akuten Husten habe, dann kann ich ruhig alle 2 Stunden wirklich so einen guten Schluck oder 2 Schluck trinken. Das unterstützt, das, so wie ich vorhin schon erzählt habe, hilft einfach beim Aushalten, pflegt die Schleimhäute. Okay. Wenn es dann am Abklingen ist, reicht auch 1-2 Mal am Tag so eine Menge. Kleine Menge. Genau, okay. Aber wenn du mich jetzt so fragst, wie viel darf man? Man kann es eigentlich nicht überdosieren. Man kann das zum Beispiel auch einfach mit Wasser aufgießen und zum Genuss trinken, das darf man auch. Also wunderbar, ich nehme mit, Medizin kann auch schmecken.